Ja, okay, Leute, es geht weiter hier bei Mario. Wir sind auf dem Weg zum zweiten Stern und nicht zum ersten, wie ich es eigentlich erst vorhatte. Aber wir hätten da an dieser, ja, ich sag jetzt mal Kreuzung, bei den zwei Teppichen hätten wir den anderen nehmen müssen, um zum ersten zu gelangen. Nun gut, gehen wir jetzt direkt zum zweiten erstmal. Macht eigentlich auch nicht so viel aus. Da oben hin müssen wir. Ja! Oh, wow, wenn wir denn da hinkommen? Das ist nämlich eine gute Frage. Ich hoffe doch, wir kommen dahin. Oh Gott, Leute, ich sag euch. Aber die Musik hier ist auch, finde ich, super cool. Uah. Die hat man schon mal irgendwo. Ich weiß. Ja! Ich weiß noch nicht mehr genau, wo wir sie hatten. Und. Ach du Scheiße. Der steht so scheiße da drauf, der Mario. Oh Gott. Jetzt wird das Ganze erst richtig lustig, Leute. Und wir könnten Glück haben, dass uns das nicht erwischt, das Feuer. Wow. Yo, das nenne ich Glück, Leute. Das nenne ich Glück. Und ja, damit dürfte der zweite Stern eigentlich, also der erste in dieser Welt, der zweite, den man, also der zweite, langsam, der zweite in dieser Welt und der erste für uns. So, da haben wir ihn. Here we go! Sehr geil, Mario. Da, so gefällt mir das. Yahoo! Genial. Also, zweiter Stern, erster Stern, Hammer schon mal. Boah, nur noch 7 Sterne, Leute. 113. Mein Gott, ist das schon viel. Hätte ich nie gedacht, dass wir das so schnell hinkriegen. Weil ich finde, wir sind ja doch eigentlich relativ schnell, was das Ganze hier angeht. Hätte ich eigentlich mit gerechnet, dass ich länger brauche für das Spiel. Was immer, Part 64, glaube ich. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich habe eigentlich so mit 80 gerechnet, aber da wird man nicht hinkommen. Das, was wir haben hier, dann die am Ende. Weiß ich nicht, am Ende, was wird man haben? Ja, 70 maximal, denke ich. In dem Part hier werden wir, denke ich, noch einen Stern holen. Vielleicht wird der Münzenstern was länger dauern. Mal gucken. Ja, und hopp. Es kann nur unter Umständen was länger dauern, wenn wir jetzt hier dauernd abschmieren. Aber da gehe ich mal nicht von aus. Oder ich hoffe es nicht. Ich bin echt schon froh, dass ich das Tic-Tac-Trauma gut hinter mich gebracht habe. Und dass ich jetzt nach dieser Welt kein Trauma habe. Ein Uhrentrauma. Wow. So, gleicher Weg wie eben im Prinzip. Mal kurz gucken. Da hoch, dann wieder zu den beiden, wo man sich das aussuchen kann. Da seht ihr schon eine rote Münze da hinten. Das ist dann der dritte Stern, die roten Münzen zu holen. Werden wir dann auch machen. Ist relativ einfach eigentlich. Wow, eigentlich finde ich, die roten Münzen zu holen hier in der Welt. Die Sterne, generell hier sind eigentlich nicht so schwer. Oh nein. Schon wieder so ein beschissener Lakito. So, jetzt nehmen wir den Teppich. Eben haben wir den anderen genommen. Wir müssen nämlich zu dem Schiff da oben. Da wartet ein weiterer Stern auf uns. Ein Schiff. Ja. Alles klar. Ein Schiff mit Flügeln. Ja, ist klar. Hallo? Was soll das denn? Musik ist da echt cool, Leute, oder? Das hat was. So, da oben, seht ihr? Da ist der Stern. An der Anlegestelle. Da wollen wir hin. Bin gerade am Überlegen, wie kommen wir denn zu den roten Münzen? Ah, ja. Einmal nicht aufgepasst hier. Ja, mit den roten Münzen, da cheaten wir uns hin. Also nicht cheaten im Cheater. Ja! Nicht cheaten im Cheater-Sinne, sondern.
so in dem Sinne gemeint, wir springen da irgendwie irgendwo rüber, wo man eigentlich... Ja! Hallo? Komm, nimm ihn, ja! Here we go! Sauber, Leute. Ja, besser kann's doch für uns echt nicht laufen, oder? Besser geht's doch gar nicht. So, speichern wir weiter. 114 schon. 2 Sterne schon wieder in dem Part geholt. Gefällt mir. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Roten Münzenstern werden wir nicht mehr schaffen, glaube ich. Was mach mal? Mach mal mit den roten Münzenstern direkt den normalen Münzstern. Nee, mach mal in der Welt nicht. Wir heben uns den normalen Münzstern ganz für ganz zum Schluss auf. Wird der letzte Stern sein, den wir machen. Oder, nee, sagen wir mal der vorletzte. Ja, weil da fällt, genau, da fällt mir noch einer ein, den 6. Stern, den wir ganz zum Schluss machen. Da können wir vorher wunderbar eigentlich die anderen Münzen noch holen, glaube ich. Ja, mach mal das so. Das werden wir so machen. So, jetzt... Da sind die roten Münzen. Ah, da cheaten wir uns jetzt so irgendwie da drüber, also... Yo, wird schon irgendwie gehen, Leute. Also, scheiß Lakito interessiert uns mal einen Dreck jetzt. Kann da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Obwohl ich nicht weiß, wo der Pfeffer wächst. Auch irgendwie doof, das Sprichwort. Kann da bleiben, wo der Pfeffer wächst, wenn man gar nicht weiß, wo der Pfeffer wächst. Naja. Ja, du sollst einen Wandsprung ausführen. Ja, so ähnlich. Ja, irgendwie so, Mario. So, kommst du jetzt da wieder hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Dann muss er da hochkommen. Och, nö. Okay, wie kommen wir hier wieder weg? Ey. Nach du... Ah, perfekter Rückwärtssalto. So. Ja, komm. Wo geht es hier lang? Uah. Uah. Hier waren wir ja eben auch schon. Nein. Du Blödmann. Da oben, hier sehe ich doch den Schatten am Boden. Will doch nur die Münze haben. Ja, yes. Wunderbar mal wieder Mario. Da ist sie. Da das gesehen. Die ist unsere. Nein! Du Kranker! Ey, ey, komm schon! Nein! Ey, hallo! Bist du... Ja! Gibt's doch gar nicht. Ey, Mann! Scheiße. Noch ein Versuch hier in dem Part. Das ist... Ne, no. Ich will die haben. Ey, du bist doch beschissen. Lass das doch mal sein. Gib doch einfach nur die Münze her. Ist doch noch zu retten. Ey, ich will da jetzt den... Ey, reg mich hier auf. Ich will jetzt in den Party Münze haben. Ja, spring, komm, wo habe ich den... Da habe ich den Safe State gemacht. Ey, das ist doch größte Verarsche, die ich kenne hier. Ja, jetzt haben wir sie. Herrgott. Okay, hier mache ich einen Cut. Also bis zum nächsten Mal, euer TT Gamer.